Jo, was geht? Also heute geht es mal wieder um Sommer, der ja hoffentlich diese Woche zurückkehrt. Bei mir auf jeden Fall, weil ich fahre nämlich nachher noch in den Urlaub. Ich hoffe für euch, die in Deutschland bleiben, kehrt er auch zurück. Und deswegen habe ich mich heute einmal ein bisschen sommerlich verkleidet. Aber worum es eigentlich heute geht, ist hier rum. Um dieses Make-up. Ich habe euch ja versucht zu versprechen, auch komisch, dass ich dieses Make-up noch vor den Urlaub schminke. Ich schaffe es auch gar nicht mehr, das hochzuladen. Das macht dann Steffi für mich. Und ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, dass ich das noch hinbekomme. Ich hoffe, ich bin nicht allzu sehr gestresst in dem Video, weil ich habe noch nicht mal Koffer gepackt. Und ja, also freut euch, dass ich es geschafft habe. Ich freue mich auch darüber, dass ich euch den Gefallen noch tun konnte. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ich schreibe alle Produkte in die Infobox. Und wenn ihr das Tutorial nachschminkt, würde ich mich freuen, wenn ihr das wieder auf meine Facebook-Seite postet. Und viel Spaß jetzt. Also, wir beginnen wie immer mit einer Base und zwar nehme ich meinen Paintly Paint Pot von MAC. Trage ich immer mit den Fingern auf. Geht am schnellsten und lässt sich am besten verblenden. Als nächstes die Grundierung und dafür nehme ich mal von MAC die Farbe Vanilla. Und wieder mal so einen abgeschrägten Pinsel. Und damit gehe ich so ganz sanft einmal übers gesamte Lid. Als nächstes benötigen wir den Lidschatten von Kiko. Das ist die Farbe 139. Und ist so ein super, super, super schöner Peachy-Ton und so ein bisschen glitzerig. Und da mit dem müsst ihr aber auf jeden Fall die Base vorher auftragen, weil sonst gibt der nicht so viel Farbe ab. Und dass der besser Farbe abgibt, nehmen wir so einen abgeflachten Pinsel. Nehmen damit die Farbe auf und geben das aufs untere Lid. Also ihr seht, so viel Farbe gibt der nicht ab. Der gibt eher mehr Glitzer ab. Beziehungsweise Schimmer. Ich suche unbedingt noch so eine Farbe, die so stark pigmentiert ist. Kann auch ruhig matt sein. Also wenn jemand einen Tipp hat. So. Wie ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen ein Highlighter setzen mit der Farbe. Aber da weiß ich ja, dass es viele von euch nicht so mögen. Als nächstes nehme ich von Bijou meinen Eye Brightening Stift. Der sieht jetzt übrigens so aus, weil viele gefragt haben. So. Dann wieder den abgeflachten Pinsel. Und dann von MAC ein Lidschatten. Gott, stell mal vor, ich würde so rausgehen, ey, das sieht ja schlimm aus. Naja, so, dann nehmen wir von MAC die Farbe Nocturnell. Schreibe ich euch nochmal in die Infobox. Das ist so ein Lila. Und den tragen wir dann so zur Hälfte auf. Braucht er auch nicht ordentlich machen, das wird ja eh wieder verblendet. Oh, kennt ihr das, wenn ihr euch schminkt und eure Augen fangen an zu drehen? Oh, ich hasse das immer, ey.
Es ist immer bei den Kiko-Lidschatten irgendwie und aus der Sleek-Palette. So, unten an Wimpern kann es auch ein bisschen. Dann braucht ihr einen Blenderpinsel. Und verblende das Ganze schön. So. So, als nächstes nehme ich nochmal so einen Braunton. Das ist so ein hellbraun Kork von MAC. Super, super schöne Farbe. Ein richtig schön warmes Braun. Und damit gehe ich nochmal so ein bisschen den Knochen entlang. So. Dann setzen wir noch mal ein bisschen Highlight. Auch wieder mit unserem Bijou Brow Lift and Line Stift. Und das verblende ich immer mit dem Finger. So, okay, dann fehlt uns natürlich noch der Lidstrich und zwar mache ich das heute mal mit einem lilanen Eyeliner, der ist von Aiko, Graffiti Eyeliner Pen. Da gibt bitte mal bei Google ein, ich habe den schon bestimmt 1,5 Jahre oder ein Jahr und ich weiß leider nicht mehr, wo ich den her habe. Gibt das einfach mal bei Google ein, der hat glaube ich so 6 oder 7 Euro gekostet und ist echt super. Da muss man vorher so ein bisschen shaky shaky baby, shaky 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 girl. Was ist denn das nochmal für ein Lied? So, und der hat halt so eine Stiftspitze. Und wie gesagt, ich habe den schon seit einem Jahr und der ist echt cool, weil der nicht austrocknet. Ja, so, damit ziehen wir heute mal den Lidstrich. So, ich mach mal kurz den Rest im Spiegel, weil ich kann das immer hier nicht. Übrigens habe ich mir den damals auch noch in Schwarz geholt. Und so einen richtig geilen Marineblau. Oh, der ist auch geil. Cool, ne? Ja. Also gibt es in echt vielen Farben. So, lila. Ja, ja. Ich gehe noch mal kurz in das Lila und gebe das hier noch mal so an den unteren Wimpernkranz auf. So, okay, eine Wimpernzange. Lalala. Dann nehme ich wie immer meine Kiko Ultra Tech Mascara und trage das so auf. Also die liebe ich einfach über alles.
Dann gibt es da nämlich noch so einen ultra coolen Tipp von mir. Also ich habe hier nochmal jetzt von Make-up Forever Smoky Lash. Das ist von der Mitarbeiterin gewesen aus dem aus Maske Berlin, aus dem Shop. Die hat gesagt, das ist ihr Lieblingsprodukt aus dem Laden. Und ich habe mal irgendwann so zufällig was rausgefunden. Und zwar, wenn ihr das so von oben macht, das klappt aber auch nicht bei jedem. Ihr müsst gucken, ob eure Wimpern dafür irgendwie gemacht sind. Dann dreht ihr das nämlich so von oben. Oh, shit. Nein. So. Dann drehen die sich nämlich so mit. Und dann könnt ihr noch mal von unten. So. Ich habe letztes Mal bei Facebook so ein Bild gesehen, ne? Da war so eine Frau, die hat so gemacht. Irgendwie so ein Bild beim Wimperntuschen und da musste ich voll lachen, weil ich glaube, das macht eigentlich jedes Mädchen beim Wimperntuschen so. Total geil. Ich komme mal ein bisschen näher ran. So sieht das dann aus. Also ich muss ja sagen, ich liebe den ja von Kiko, ne? Der ist, oh, geil. Und mit dem von MAC, mit dem Lilanen zusammen, finde ich echt cool. Geht auch super schnell. Also manchmal, wenn ich mal Lust habe auf Arbeit, mich zu schminken, mache ich das. Dauert wirklich ungelogen 10 Minuten, wenn überhaupt. So, wir machen noch ein bisschen Lipgloss drauf. So, und zwar nehme ich da jetzt was Zurückhaltenderes. Ihr wisst schon. Und zwar ist das von Smashbox ein Lipgloss, ein wunderschöner Lipgloss. For Keeps ist die Farbe. Und der ist total genial. Erstmal hält der ewig und zweitens finde ich die Farbe total schön. Die ist halt so ein bisschen durchsichtig, aber gibt ein ganz bisschen rosa Schimmer ab. Und damit sind wir eigentlich fertig. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig. Das ist das Endresultat. Ich finde, das ist was ich ein bisschen traurig finde. Ich finde, das Lila, den lilanen Lidstrich, man erkennt irgendwie nicht mehr so, dass es halt lila ist, aber es ist zwar schon, also es ist schon ein bisschen anders, weil es halt nicht so zu schwarz ist. Und ich finde dieses Augen-Make-up total schön für den Sommer, weil es sind halt einfach schöne, frische Farben und kann man sehr gut tragen, auch im Alltag, wie ich finde. Und ja, also ihr Süßen, ich wünsche euch eine schöne Zeit ohne mich. Denkt an meinen Geburtstag, an mich am 26.07. Nein, Scherz. Aber ja, ich hoffe, ich habe einen schönen Geburtstag und einen schönen Urlaub. Und wie gesagt, wenn ihr das Video seht, werde ich wahrscheinlich schon im Pool planschen. Und ja. Wir sehen uns dann in circa anderthalb Wochen wieder und bis dahin, wie gesagt, eine wunderschöne Zeit für euch. Lasst euch nicht ärgern und muah. Tschüss, ich werde euch vermissen.